So, Freunde, die versprochenen News, der 100. Versuch. So, ich hoffe, das klappt jetzt. Ja, im Schnelldurchlauf wäre auch gelogen. Ich brauche nämlich ewig für sowas immer. Also, aber ich fange jetzt mal an. Gut, ihr habt die letzten Tage ja mitbekommen, so das mit Gotham war ein bisschen schwierig, den Down zu loaden, wenn man die Box bestellt. Das tut uns natürlich unendlich leid. Ich hoffe, ihr seid uns nicht allzu böse. Wir haben das Ding jetzt auf allen Streaming-Portalen zur Verfügung gestellt. Dort könnt ihr es hören. Gut. Zweitens, wir spielen dieses Jahr ein Konzert. Das wird am 7. Dezember stattfinden in Menden. Das ist in der Nähe von Dortmund, Hagen, diese Gegend. Ich war selber noch nie da. Wird spannend, wird ein wundervoller Abend werden, da bin ich mir sicher. Ich packe auch Max Lohn mit ein. So, wir haben super Support. Den Link für die Ticketbestellung findet ihr in der Beschreibung, in der Bio. Ich werde noch viel dazu posten. Ich hoffe, wir sehen uns da. Es wird auch, wie gesagt, dieses Jahr das einzige sein. Und nächstes Jahr legen wir dann nach zum Album raus. So, das Wichtigste an dritter Stelle ist, ich habe ja am Wochenende meinen Dachstuhl ein bisschen aufgeräumt und alte Sachen rausgeschmissen. Ich habe nicht nur altes Merch gefunden, sondern auch meinen alten Rechner, auf dem Magnolia drauf ist, die Originalversion, die ich damals irgendwie zur Seite gelegt habe, quasi verworfen. Ja. Hab mir das Ding angehört und es für richtig, richtig gut befunden. Ich weiß gar nicht, warum ich das damals so nicht rausbringen wollte. Es ist natürlich 7 Jahre alt und jetzt dachte ich mir, okay, was machst du damit? Die Leute wollen das bestimmt hören. Das heißt, ich setze mich jetzt mal ein bisschen ran, bearbeite das Ding mal bis Sonntag so ein bisschen und guck, was da noch rauszuholen ist, weil es ja tatsächlich schon ein bisschen älter dann auch ist. So, das soll ja auch nach heute klingen und noch super klingen. Von daher ist es noch ein bisschen Arbeit, aber ich habe vor, das rauszuballern. Wenn iGroove Bock hat, und das haben sie bestimmt, da bin ich mir sicher, so, dann bringen wir dieses Ding auf jeden Fall dieses Jahr auch noch an den Start vor dem Album. Ja, und dann freuen wir uns alle. Ich bin froh, dass ich das jetzt über die Bühne gebracht habe. Ich glaube, Take 1000. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ihr hört von mir. Peace.